Erst das Pfeiffer-Essie-Drüsenfieber, dann eine Covid-19-Infektion, unter keinem guten Stern stand die bisherige Saison für Marin Pongratz, das könnte sich am Samstag ändern. Konnte noch nicht sein komplettes Leistungsvermögen abrufen, Marin Pongratz Imago-Images ausgerechnet gegen Hertha. Nach der fünften gelben Karte, erhalten beim jüngsten Auswärtssieg in Bielefeld, 3:0, fehlt Wolfsburgs Innenverteidiger John Anthony Brooks am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den Ex-Club aus seiner Heimatstadt, für den er vor seinem Wechsel zum VfL 2017 immerhin stolze 10 Jahre lang gespielt hatte. Das eine Pech könnte eines anderen Glück sein. Hätte Oliver Glasner ohne Brooks Ausfall kaum einen Anlass für Umstellung, so ist der Trainer nunmehr in der Innenverteidigung zum Handeln gezwungen. Erster Anwärter ist nach zuletzt steigender Form und Fitnesskurve sowie einer Einwechslung in Bielefeld nunmehr Marin Pongratz. Es wäre ein Neustart nach doppeltem Krankheitspech für den 23-jährigen Kroaten, der bislang so wenig Anteil hatte an der erfolgreichen Saison der Wolfsburger. Die für ihn persönlich unter keinem guten Pfeifersches Drüsenfieber hatte ihn zu Beginn der Saison außer Gefecht gesetzt. Erst im Hinspiel bei Hertha BSC, 1:1, stand er erstmals im Aufgebot und machte eine Runde später gegen Hoffenheim, 2:1, sein erstes von bisher nur 6. Ein reibungsloses Comeback durchkreuzte eine Covid-19-Infektion, verständlich deshalb, warum Pongratz 2020-21 bislang zu keiner Zeit sein komplettes Leistungsvermögen abrufen konnte. Dies dürfte nun am kommenden Samstag nötig werden, voraussichtlich. Denn natürlich könnte auch Joshua Gilavogui im Abwehrzentrum und der zurzeit auf der Reservebank sitzende Kapitän ist allerdings vermutlich auch im Mittelfeld fraglich dort. Maximilian Arnold, der über Unwohlsein klagte und am Dienstag und Mittwoch nicht wie auch Samstag dem Viersleben fehlte. Und hier, eine Wadenblessur. Michael.